Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit einem weiteren, eher richtig random Video, passend zu dem ersten, das ich heute hochgeladen habe. Da ging es um X-Ray-Pässe. Gestern kamen wieder neue X-Ray-Pässe. Ja, und mehr ist mir eigentlich gar nicht eingefallen. Aber heute habe ich jetzt noch ein Thema. So habe ich ja gestern ein Video hochgeladen, wo ich nach eurer Meinung gefragt hatte, bezüglich dem Halloween-Event. Und dann bin ich so die Top-Antworten durchgegangen. Die meisten haben sich gewünscht, neue Shinies, Doppelbonbon, Gen 4, Gigatina als nächster legendärer Raid-Boss. Manche wollten Pikachu mit Hut, manche wollten nicht. Aber eine Frage, die auch ziemlich oft dran kam, aber ich gestern nicht erwähnt habe, also zwei. Erstmal, eine Menge Leute wünschen sich auch Gengar mit Dunkelklaue. Das ist eine coole Idee. Ihr wisst, Dunkelklaue ist ein Move, den kann Gengar nicht mehr lernen. Aber der ist besser als der, den Gengar momentan lernen kann, würde. Dementsprechend ein Gengar mit Dunkelklaue natürlich sehr gefragt. Wäre cool, so eine Aktion, 30. 31. irgendwie sowas. Kann man Gengar dann Dunkelklaue beibringen? Aber der andere Punkt, auf den ich heute noch eingehen will, und zwar wollten auch viele Leute Doppel-EP-Event. Es gab in letzter Zeit zwar Sachen, wo man EP bekommen hat, Event-Bonis, wo man EP bekommen hat, aber es waren nicht die üblichen Doppel-EP-Events, inklusive, und das ist das Wichtige, inklusive entwickeln. Es gab fürs Fangen Doppel-EP, Dreifach-EP, ja, nicht ganz Vierfach-EP, aber es gab ja auch diesen Bonus, wo man fürs Fangen, also für den Wurf und so, extra Bonus bekommen hat und dann war es beinahe so wie Vierfach-EP. Mit Glücksei ging es natürlich krass ab, aber fürs Entwickeln, und darauf kommt es an, das wollten viele Leute sehen, gab es schon sehr, sehr lange kein Event mehr. Ich erinnere mich noch richtig, ich hoffe es, das letzte Event, okay, ich weiß nicht, welches Event das war, aber das war irgendwie so Februar, März, ich weiß nicht genau, das war das Event, wo ich persönlich gesagt habe, okay, ich höre auf mit dem EP-Rennen, mit dem EP-Wahnsinn. Hab da, es war Doppel-EP fürs Entwickeln, hab da aber nicht gefarmt. Also es war Doppel-EP für alles, inklusive entwickeln. Und ich habe da nicht gefarmt, nur meine Ressourcen entwickelt, alles verbraucht. Und dann bin ich, glaube ich, auf die 80 Millionen EP gestiegen. Und seitdem, das sind jetzt über ein halbes Jahr her, über 7 Monate, gab es kein Event mehr, wo es für das Entwickeln Doppel-EP gibt. Und ich frage mich jetzt, ob das irgendeinen bestimmten Grund hat. Viele Leute fragen mich jetzt, hey, soll ich das jetzt entwickeln oder nicht, weil der Beutel füllt sich. Ich zeige euch mal bei mir. Der Beutel füllt sich, zum Beispiel Taubsi. Beutel füllt sich, die Bonbons platzen. Irgendwann müssen die halt weg, weil ihr seht 8000 Bonbons. Stellt euch mal vor, wie viele Taubsis das sind, die ihr entwickeln müsstet, um die Bonbons zu verbrauchen. Das sind so viele Taubsis, so viel Platz hat man gar nicht im Beutel. Das heißt, ab einer bestimmten Menge musst du die wegentwickeln, sonst kriegst du die nie los. Ich kenne Leute, die haben 20.000, 30.000 Topsy-Bonbons. Das wirst du nicht mehr los. Vor allem jetzt, durch die ganzen Events, siehst du Topsy gar nicht mehr so oft. Es kam ja jetzt Kanto-Event, Yoto-Event oder Bonus, was auch immer. Da kommt jetzt Gen 4, möglicherweise Halloween-Event, Psycho-Event. Also Topsy zum Beispiel, wenn du zu viele Bonbons hast und nicht genug Topsys auf Reserve hast, die du halt entwickeln kannst im Beutel, ja, dann hast du irgendwann zu viele Bonbons. Und wenn du jetzt... Wir haben ja jetzt 7 Monate zum Beispiel gewartet auf Doppel-EP-Event zum Entwickeln. Und wir haben jetzt halt keinen Plan, wann das nächste Doppel-EP-Event kommt, falls überhaupt eins kommt. Und ab einer gewissen Zahl muss man einfach sagen, hey, ja, muss ich auch so entwickeln. Habe ich jetzt schon lange, lange eigentlich gemacht, weil mir das sonst zu viel wird. Und bei Taubsi hätte ich auch, muss ich eigentlich auch radikaler sein. Wie gesagt, die sieht man eigentlich auch nicht mehr so häufig. Kann auf jeden Fall sein, dass ich die einfach zu Tauboga entwickle. Tauboss, also Tauboga zu Tauboss. Aber noch bin ich gar nicht so verzweifelt. Aber darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass die Bonbons nicht zu viel werden. Und ja, ihr müsst jetzt langsam entscheiden, ob ihr die Bonbons verbraucht. Ohne Doppel-EP-Event. Das heißt, mit Glücksei werden das ja eigentlich vierfach EP. 2000 pro Entwicklung. 500 normal, mit Glücksei 1000, mit Doppel-EP-Event 2000. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Kommt drauf an, wie viele Bonbons ihr habt, wie viel ihr spielt, wie viel Platz ihr habt im Beutel. Ich habe eigentlich relativ viel Platz, aber... ich habe auch noch eine Menge Taubsis, wobei ich habe auch schon viele wieder wegentwickelt. Aber ich habe auf jeden Fall eigentlich noch eine Menge Taubsis, aber niemals genug, um 8000 EP, nicht 8000 EP, 8000 Bonbons zu verbrauchen. Das sind vielleicht 2000 oder so. Weil ihr müsst bedenken, wenn ihr ein Taubsi entwickelt, das kostet 12 Bonbons. Durchs Entwickeln zu Tauboga, kriegt ihr noch ein Bonbon dazu und dann verschickt ihr das. Dann kriegt ihr nochmal ein Bonbon dazu, also eigentlich kostet es nur 10 Bonbons. Was eigentlich gar nichts ist und ja, wie gesagt, bei 8000 Bonbons könnt ihr euch ja ausrechnen, das sind 800 Entwicklungen, hoffe ich mal. 800 Entwicklungen, ja. Das sind 800 Plätze,
Und das stimmt noch nicht mal ganz, weil ihr müsst ja noch diese 800 fangen. Oder zumindest, keine Ahnung, wie viel ihr parat habt. Und wenn ihr die fangt, dann kriegt ihr ja auch noch Bonbons. Und manchmal werft ihr sogar Ananas. Eigentlich immer. Dann kriegt ihr sogar 6 Bonbons. Das heißt, ihr müsst noch mehr Topsies fangen. Und ab einer gewissen Zeit kann man einfach nicht mehr so viele Topsies fangen. Und erst recht nicht aufbewahren. Und wie gesagt, hey, 7 Monate ist es her. Seit 7 Monaten sparen die Leute eigentlich. Zumindest die meisten. Ich schon länger nicht mehr. Und jetzt, wie gesagt, ich wiederhole mich leider. Heute ist ein bisschen random. Aber jetzt ist echt der Zeitpunkt, wo ich sage, ballert's raus, Leute. Zündet ein Glücksei und ballert. Ich meine, selbst wenn jetzt Doppel-EP-Event kommt, mit Doppel-EP fürs Entwickeln, ja, dann habt ihr wahrscheinlich immer noch genug Reserven. Also, ich meine, in den 7 Monaten haben wir wahrscheinlich so viel angesammelt. Selbst wenn jetzt eine Woche Doppel-EP kommt, schaffen wir es gar nicht, das alles wegzuballern. Dementsprechend, ja, braucht ihr nicht zu warten. Ballert jetzt alles raus. Oder zumindest nicht alles, aber sagen wir, keine Ahnung, 25% eurer Reserven oder 30%, ein Drittel eurer Reserven. Das ist so meine persönliche Meinung, mein Tipp. Ja, was heißt Tipp? Man kann das eigentlich nicht so verallgemeinern. Das hängt echt von jedem Spieler selber ab. Aber ich habe für mich selber entschieden, es wird geballert, ich warte nicht auf ein Doppel-EP-Event. Und an sich, ich brauche die EP auch nicht, also da muss ich jetzt nicht auch... Da muss man jetzt auch nicht so hart rumgeizen, weil durch den Freundschaftsbonus und die ganzen EP durch Geschenke und so, kriegt man viel, viel mehr EP. Und das könnte eigentlich auch ein Grund sein, wieso die nicht Doppel-EP auf alles machen. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt kommen die ganzen besten Freunde und jetzt kommt Doppel-EP-Event. Mit Glücksei ist eh schon heftig. Sagen wir 20 Leute, die beste Freunde werden. Das sind 2 Millionen EP, mit Glücksei 4 Millionen, mit Doppel-EP-Event 8 Millionen EP. Mit 20. Und ja, 20 ist ja nicht mal das Maximum, da geht locker mehr. Vor allem, wenn das jetzt, keine Ahnung, 7 Tage oder so dauert, das Event. Und man da genug Freunde auf Lager hat, die demnächst beste Freunde werden. Selbst, es muss ja nicht mal beste Freunde sein. Es reicht ja auch die dritte Stufe, sogar die erste Stufe, 3000 EP. Ein Geschenk austauschen, eine Interaktion. Mit Glücksei 6000. Mit Doppel-EP-Event Glücksei 12.000 EP. Und das machst du eine Woche lang. Ihr wisst, das habe ich am Anfang immer gemacht. Mit Glücksei, manchmal auch ohne Glücksei. Das hat so viel EP gebracht. Einfach jeden Tag neue Freunde, Geschenke annehmen, Geschenke verteilen. Ein Level aufsteigen, dann wieder weg mit denen. Und neue Leute. Alter, stellt euch das vor. Bei Doppel-EP-Event mit Glücksei. 200 Millionen EP. Das würde ich, glaube ich, schaffen sogar. Noch die ganzen Sachen, Ressourcen entwickeln. Dann eine Woche durchzocken. Das sind ja nochmal 10 Millionen EP. Dann alle Ressourcen entwickeln. Okay, übertreiben wir nicht. Wobei? Alter, ich glaube, ich würde echt auf 2 Millionen EP kommen. 200 Millionen EP. Naja, egal, das ist jetzt Träumerei. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gab schon lange kein Doppel-EP-Event mehr. Und ich würde auch nicht mit einem demnächst rechnen. Möglicherweise echt gar nicht mehr. Also, ballert euer Zeug eigentlich raus. Zumindest ein Teil davon. Aber das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.